Medizin erlebbar machen, das war das Motto der Patiententage am 10. und 11. März im Kieler Citypark. Einmal selbst am robotergestützten Operationssystem Da Vinci sitzen, die Steuerkonsole bedienen und in die Rolle eines Chirurgen schlüpfen. Das war an diesem Wochenende kein Problem. Bereits seit 2013 kommt das hochmoderne System am UKSH Kiel zum Einsatz. Heute werden bereits 2 dieser Geräte für minimalinvasive Operationen eingesetzt. Eine besondere Attraktion waren überdimensionale Organmodelle. Die begehbaren Modelle veranschaulichen nicht nur die Anatomie des menschlichen Körpers, sondern zeigen anschaulich, wie Krankheiten entstehen. Das Hindurchgehen war beim Darm ein besonderes Erlebnis. Das Interesse für die heutigen Möglichkeiten der Medizin war bei den kleinsten Besuchern außerordentlich hoch. Auch die älteren Besucher waren von der Veranstaltung begeistert. Ja, erstmal hier dieser Apparat, Da Vinci, mit dieser Lochoperation, mir sehr gut gefallen. Und dass hier so viele Informationsstände sind. Also es hat mir sehr gut gefallen. Ich war auch letztes Jahr schon da, aber dieses Jahr war es bedeutend besser gewesen. Die Bühne für Patientenvorträge wurde, anders als in 2015, mitten im Shoppingcenter aufgebaut. Was anders war, dass wir diesmal unsere Vorträge, wissenschaftliche Vorträge, nicht in einem separaten Raum gehalten haben, sondern in sogenannten Mall-Bereich, Shopping-Mall-Bereich, wo alle die einkaufen kommen, vorbeilaufen. Das heißt, die Publikumsnähe, das finde ich, ist ein ganz, ganz hervorragender Punkt. Die Leute können sich spontan entschließen, hier an den Vorträgen teilzunehmen. Wenn es langweilig ist, können sie gehen. Das ist also ein sehr lockerer Rahmen und man sieht ja, hier ist eine Menge los. Mit anderen Worten, wir sind mittendrin im Leben. Die Besucher lauschten 8 hochspezifischen Vorträgen in den Bereichen der allgemeinen und Thoraxchirurgie, der Gynäkologie und Urologie. Neben diesen Fachvorträgen gab es eine moderierte Runde mit den 3 Klinikdirektoren, Professor Thomas Becker, Professor Nikolai Maas und Professor Klaus-Peter Jünemann zum Thema roboterassistierte Chirurgie. Die Besucher waren sehr interessiert und stellten eine Vielzahl von Fragen zur roboterunterstützten Operationstechnik am UKSH. Medizin für den Patienten und unsere Gesellschaft verständlich und erlebbar machen. Das ist eine neue Aufgabe in der Medizin. Die Patienteninformationstage haben gezeigt, dass die Kommunikation von hochspezifisch medizinischen Themen auch anders funktionieren kann.